Als Putin das Cello endlich brachte, war die Kohlensäure aus meiner Apfelschorle längst entwichen. Er war 3 Tage zu spät. Während der Überfahrt sei ihm aber bewusst geworden, dass er total Lust auf Klaviermusik hat. Mit jeder Stunde, mit jeder Minute der Überfahrt sei hinter seiner Stirn ein Klavier herangewachsen. Tastenweise. Erst die weißen Tasten, dann die kleinen schwarzen Tasten. Und jetzt fehlte bloß noch das Fis-Moll. Und ohne Fis-Moll, und da war ich ganz seiner Meinung, ohne Fis-Moll keine Gefühle, keine Hoffnung, kein Appetit. Und er hatte Appetit nach 3 Tagen Überfahrt. Ich bat ihn herein, aber er sagte, er kann nicht herein. Er hat doch dieses Klavier hinter der Stirn, er passt doch gar nicht durch die Tür. Ruf doch mal bitte diese Klavierjungs an, damit die ihn durch die Tür, damit die mich durch die Tür tragen. Ich rief die Klavierjungs an, gab ihm eine Apfelschorle und zusammen tranken wir die 3 Tage alte Apfelschorle in kleinen Schlücken aus, während das Cello verstimmt im Flur lag.